Amusei. Ah, warst du nicht derjenige, gegen den wir für den ersten Linksquest, ne, Wettrennen? Wir müssen uns in Sicherheit bringen. Das bin ich. Ich bin so froh, dass ihr gekommen seid, um mich vor dem Vampir zu beschützen. Ich bin auch ein Vampir. Diese beschränkten Skinguard-Wachen haben mich beim Stehlen von Fisch erwischt und eingesperrt. Fisch. Ihr habt erneut mein Leben gerettet. Ihr erweist euch als ein echter Freund. Das werde ich euch nie vergessen. Ich habe mich entschieden, der Diebesgilde beizutreten. Nie wieder gehe ich. Ich hab dich noch nicht gerettet. Lob den Abend, Tag vor dem Abend nicht. Tyrannis? Woher wusstet ihr von ihm? Er war mein Zellengenosse. Naja, bis ihn die bleiche Fürstin mitnahm. Hat er ein Buch erwähnt? Nein, aber er gab mir eine Nachricht über den Schatz mit, die ich der Diebesgilde überbringen sollte, sollte ich jemals auf freien Fuß kommen. Nachdem Tyrannis das erste Mal von der bleichen Fürstin mitgenommen worden war, wusste er, dass er sterben würde. Bringt mich aus der Burg heraus und ich richte euch die Nachricht aus. Ja. Wer ist denn die bleiche Fürstin, außer die da hinten steht? Sie nahm meinen Zellengenossen Tyrannis vor wenigen Tagen. Wenn ihr nicht erschienen wäret, wäre ich als nächster dran gewesen. Du bist immer noch als nächstes dran. Auf geht's. Das ist keine so gute Idee. Eigentlich darf man ja als Dieb niemanden töten, aber wie soll ich den sonst da wegkriegen? Sorry, Mädels. So, das hat niemand gesehen. Außerdem hat sie die Schlüssel. Ich hätte es verstehen können, aber... was ist dabei? Ja, Tyrannis ist tot. Ich fand seine Leiche in der Geheimkammer zusammen mit Amusei und der bleichen Fürstin. Ah, etwas Gold hast du dabei. Na komm, deine Ausrüstung darfst du ausnahmsweise behalten. Ja, wollen wir dich mal hier rausbringen, ja? Du musst auch mitkommen! Boah! So, die Frage ist jetzt, wie kriegen wir dich hier raus? Speisesaal? Stimmt ja. Ah. Chicken, vergesst das doch nicht. Geheimgänge sind hier sowieso immer geheim. Wenn wir Glück haben, ist diese eine Wache kurz mal woanders. Ja, geh auf. Safe woanders, safe woanders. Natürlich nicht. Der ist doch gar nicht da. Och, Menno. Ist einfach mein Speisesaal rausgegangen, oder wie? Böses, böses Argonialein. Wohnbereich, Weinkeller, bla bla bla. Die Utensilien des also Nachgeborenen haben absolute Scheiße
schnorcht. Wo ist der angekommen? Fliehende Gefangene! Wer behauptet das? Ja, eigentlich. Schon abgehauen, oder wie? Ohne mich. Einfach Kurve kratzen. Hä? Ja, ich muss ihn da hinbringen. Aber wo ist er? Ich habe ihn im Schloss verloren. Na toll! Fliehende Gefangene! Halt! Ich bin kein fliegender Blub. Zu schade. Also. Warum mache ich das jetzt schon? Irgendwie kriegt das gerade drunter und drüber. Menno! Heute geht wirklich alles schief. Dahin, Ratsaal. Na, bisse. Komm, gefälscht mit mir mit. Meine Fräse. Hauptsache, ich bin unsichtbar. Geh aus dem Ratsaal raus. Schlechte Idee. Südhalle? Geht's raus, oder? Nee, Schlosshof. Okay, okay. Keine Sorge, Jüngchen, wir sind fast da. Ignoriere die Leute einfach. Tue ich auch immer. Sie haben es nicht verdient, beachtet zu werden. Nur so bin ich wie ich. Ja. Ah. Oh. Das war ein Abenteuer. Amusei und ich sind aus Schloss Gingrad entkommen. Schauen wir mal, ob er Wort hält und mir von dem Buch erzählt. Wenn nicht, werde ich dich sowas von wegklatschen. Ich werde alles für meinen Retter tun. Sag mir, wo das Buch ist. Er trug mir auf, Folgendes an jedwedes Mitglied der Diebesgilde weiterzugeben, das nach ihm oder einem Buch fragen sollte. Sucht unter einem Busch bei der Quelle hinter Nerastarels Haus. Ich wollte es eigentlich selbst haben, aber ich schulde euch viel. Ihr solltet es nehmen. Busch.
gute Reise. Wenn alles böse heißt Busch. Ah. Ja. Uff. Busch des Bösen. Böse Busche. Dabei ist Bubi doch der böse Bubi-Baurus. Baurus. Der Bubi-böse Baurus-Bubi. Ja, Hasseldor, bla 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 bla. Den haben wir auch schon gesehen und kennen länger. Was denn nun schon wieder? Nichts. Es tut gut, euch zu sehen. Ja, es tut gut, mich zu sehen. So, hier ist... Ne? Und wo ist der Busch? Hier ist der Busch. Bla, bla. Auch gar nicht so lang. In einem früheren Band, den wir nicht gelesen haben, habe ich die Phantastereien und Einflüsse der ätherischen Prophezeiungen abgehandelt, die bekannter sind unter dem Namen Elder Scrolls. Leser, die mehr über den Hintergrund der höchst unpassenden Bezeichnung ätherisch erfahren möchten, sollten die Kapitel 23 bis 27 meines früheren Werkes zu Rate ziehen. Neben einer vollständigen Erklärung habe ich dort die Kompetenz... Welchen meines guten Kameraden Therin von Gramfeste aufgezeichnet, der diesen Namen geprägt hat. Man kann die Einflüsse der archivarisch-historischen Elder Scrolls gar nicht unterschätzen. Sobald eine Prophezeiung in einer der Schriftrollen in Tamriel zur Realität wird, wird der Text auf dem Pergament fixiert. Alle Leser nehmen dieselbe göttliche Botschaft in sich auf. Er wird zu einem historischen Dokument, das die verrückbare Wahrheit eines vergangenen Ereignisses verkündet. Kein Gelehrter und sei er auch so minder bemittelt wie Therin von Gramfeste darf überhaupt der Autor sei voreingenommen, wie er es im Hinblick auf meine früheren Werke getan hat. Nicht einmal Magie kann die Worte beeinflussen, die auf diesen antiken Steinen geschrieben stehen. Wenn du meinst, ich habe die verschwundene Geschichte von Tamriel, die 3 Seiten lang war. Dann hat Tamriel ja eine ziemlich kurze Geschichte, wenn sie nur 3 Seiten lang ist. Jetzt muss ich nur noch Skriva im Bravili bei so Buches mitgenommen. Also, Steckgeschichte, eure Charisma oder andere hat gut geschädigt sind, bitte am Altar der neuen Kapelle von Mara in Braville um Wiederherstellung. Wird das jetzt geil? Nein, das ist Patafix. Von wegen, ich würde niemals Schleichwerbung machen. Wache, geh schneller, damit ich hier schneller einsteigen kann. Ich habe ein Auge auf euch. Abschaum! Ist doch wahr, die sind doch alle Abschäume. Juch! So. 123 Dietriche. Das wird irgendwie ein Räuchchen, hoffe ich. Schätze ich, glaube ich, wie du bist nicht das, Skriva, dann wählt dir sowas von okay. Skriva! Ihr habt Tyrannis und die verschollenen Geschichten von Tamriel gefunden. Ja, Tyrannis ist tot. Das Buch habe ich. Tyrannis ist tot? Das ist tragisch. Immerhin habt ihr das Buch. Der Graufuchs hat dieses Krokodiltränen viele Jahre lang gesucht. Und deswegen ist sein Make-up ihr schon habt die Belohnung verschwommen verdient. Oder gehört das hier zu seinem ist Fell? Eure Bezahlung. 400 Gold. Egal, was ist der nächste Auftrag? Hieronymus Lex muss ein für alle Mal ausgeschaltet werden. Der Graufuchs bittet euch, dies persönlich in die Hand zu nehmen. Soll ich ihn töten? Es ist eine äußerst aparte Situation.